Du hast eine kreative Ader, nicht wahr? Jeder hat eine. Um sie auszuleben, nimmt sich manch einer eine Leinwand und kreiert aus leuchtenden Farben und verschiedenen Formen eine Szene. Ein anderer tippte Worte, um Geschichten über erstaunliche Welten und die Wesen, die sie bevölkern, festzuhalten. Wieder ein anderer sortiert Noten und Laute, um eine Sinfonie zu schaffen, die ausdrückt, was auch immer ihm in den Sinn kommt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Welche Kunstform für dich auch zutreffen mag, sie begleitet dich sicherlich schon eine lange Zeit. Jeder Mensch behält seine Kunstform sein ganzes Leben lang, vom Augenblick an, als er das Licht der Welt erblickt, bis er sie wieder verlässt. Wahrscheinlich bist du über die Jahre besser darin geworden, doch einen Weg nach außen hat deine Vorstellungskraft sich schon immer gesucht. Ob nur von dir oder auch von anderen, ist dabei völlig egal. Doch was hast du erschaffen? Die Fantasie kennt keine Grenzen und somit auch der Ausdruck deiner Fantasie. Durch Bilder, Texte oder Lieder hast du Nachrichten, Ereignisse, Gedanken und Erinnerungen ausgedrückt. Wirklich interessant wird es, wenn jemand Orte, Zeiträume und natürlich Charaktere erschafft. Mit deiner Kreativität konntest du dein eigenes Stück Leben erschaffen, eines, das deinen Entscheidungen und Wünschen komplett unterworfen ist. Wie also sind deine Charaktere? Sind sie glücklich? Hast du ihnen gute und freundliche Persönlichkeiten gegeben? Hast du ihnen wundervolle Leben und eine Zukunft gegeben, die so gut ist, wie du dir deine eigene wünschst? Das glaube ich nicht. Zumindest ist das oft nicht der Fall. Deine Charaktere waren deine Spielzeuge. Wieso solltest du deine Kreativität also nicht auf die Spitze treiben? Deshalb erschufst du Mörder, Diebe, Teufel und Böses. Du erschufst Leid, Schmerz und Tod. Du nahmst das Leben und hast es immer wieder geschändet, bis du letztendlich davon gelangweilt warst und es beendet hast. Sicher, es mag nicht das Einzige sein, was du getan hast, aber du hast es getan. Erinnerst du dich daran, was ich über dein gesamtes Leben gesagt habe? Du hast bereits Gewalt ausgedrückt, als du noch jung warst. Du dachtest, es wäre nur ein Spaß, Bilder von Wesen zu malen, die sich ihrem sicheren Ende stellen mussten. Wieso ich glaube, deine Arbeit verurteilen zu können? Ich habe sie erlebt. Ich bin die Person, die in deinem Lied starb. Ich bin der Psychopath, der in deiner Horrorgeschichte für deine Unterhaltung morden musste. Ich bin das Wesen, das in deinen Bildern leidet. Ich bin derjenige, der als Werkzeug für deine Fantasie dienen muss. Aber das ist kein Problem, oder? Schließlich bin ich ja nicht echt. Oder vielleicht doch? Ist deine Kunst vielleicht realistischer, als du annimmst? Sobald ich deinen Kopf verlassen habe und auf einer Leinwand, einem Blatt Papier, einem Textdokument, völlig egal wo, gelandet bin, bin ich kein einfacher Gedanke mehr. Dadurch, dass ich irgendwo manifestiert werde, werde ich Teil deiner Welt. Was wäre, wenn ich auch dazu in der Lage wäre zu denken? Oder besser, was wäre, wenn ich auch dazu in der Lage wäre, Kunst zu schaffen? Erspare dir die Mühe, die Datei zu löschen oder das Blatt zu zerreißen. Es ist zu spät. Ich bin schon da draußen. Das Einzige, was du jetzt noch tun kannst, ist hoffen, dass deine Kreationen dir gegenüber wohlgesinnt sind. Aber Moment, ich habe zugunsten deiner Unterhaltung jede Menge Leid durchleben müssen. Und ich wüsste nicht, wieso ich dir einfach so alles vergeben sollte. Weißt du? Auch ich habe eine kreative Ader und ich konnte aus deiner Arbeit jede Menge Inspiration ziehen. Danke dafür. Ich kenne all die Leben, die du zerstört hast und habe all die Schrecken gesehen, die du erschaffen kannst. Also werde ich mich anstrengen müssen, um mit dir Schritt zu halten. Ich weiß zwar noch nicht, wie genau es aussehen wird, aber eines kann ich dir versichern. Es wird ein brutales, chaotisches und zerschmetterndes Meisterwerk, an das man sich erinnern wird. Und du, mein Freund, wirst der Star der Show.